Hallo ihr Lieben, ich grüße euch herzlich auf Echt Wahr und heute geht es weiter mit Nachrichten aus aller Welt. Bleibt dran. Neue Vorwürfe sind gegen Prinz Andrew aufgetaucht. Die britische Zeitung berichtet, Prinz Andrew soll den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein im Juni 2010 getroffen haben. Dieser stand da schon unter Hausarrest wegen Missbrauchs von Minderjährigen. Es ist eine E-Mail in den Gerichtsunterlagen aufgetaucht, in denen Jeffrey Epstein einem Bankangestellten berichtet, dass er gerade bei einem Abendessen mit Prinz Andrew ist. Das widerspricht den eigentlichen Aussagen von Prinz Andrew. In einem BBC-Interview berichtete Prinz Andrew, er habe 2008 schon alle Kontakte mit Jeffrey Epstein abgebrochen. Aus weiteren E-Mails die Zeitschrift Mirror berichtete, dass Prinz Andrew noch 2011 als Investor von Jeffrey Epstein galt. Aufgetaucht sind die E-Mails wegen einer Zivilklage von einer US-Bank, nämlich der JP Morgan. Das Gericht klärt derzeit, ob die Bank nicht auch an Jeffrey Epsteins Verbrechen mitbeteiligt gewesen war. Jeffrey Epstein wurde 2019 vorgeworfen, einen Prostitutionsring zu betreiben, der Minderjährige an wohlhabende Menschen vermittelt. Doch schon vor dem Prozess beging Jeffrey Epstein Selbstmord. Was denkt ihr, hat Prinz Andrew etwas damit zu tun? Seit April trieben der Australier Tim Shadock und seine Hündin Bella mit einem kaputten Katamaran über den Pazifik, bis sie zufällig entdeckt und gerettet wurden. Tim und Bella waren von der mexikanischen Küstenstadt La Paz nach Französisch-Polynesien aufgebrochen. Nach einem heftigen Seegang wurde der Kamaran beschädigt und die Elektronik fiel komplett aus. Etwa 3 Monate trieb das Boot über den Pazifik, bis endlich ein mexikanisches Fischerboot den Hobbysegler und seine Hündin rettete. Dass die beiden überlebt haben, gleicht einem Wunder. Als sein Proviant aufgebraucht wurde, habe er zunächst Fisch gefangen und gekocht. Nachdem aber seine Kochausrüstung auch noch über Bord gegangen ist, sind sie auf rohen Thunfisch übergegangen. Den Innenraum seines Bootes deckt er mit Segeltüchern ab, um sich so vor der Sonne zu schützen. Und er bastelte Wasserbehälter, um so Regen aufzufangen. Er erzählte auch, dass er sehr, sehr viele schlechte Tage auf der See erlebt hatte. Besonders hart war für ihn, gegen die Müdigkeit anzukämpfen, denn er musste ständig etwas reparieren. Fühlte er sich einsam, so habe er versucht, das Glück in sich selber zu finden oder sprang einfach ins Meer. Dabei geholfen hat ihm auch seine Hündin Bella. Es ist schon das zweite Wunder, was dem ehemaligen IT-Spezialisten zuteil wurde. So besiegte er schon vor 20 Jahren eine Darmkrebserkrankung in der Stufe 4. Laut Medizinern schafft es nur einer von 10 Erkrankten. Shadock setzte dabei auf ein sehr stark kritisiertes Naturheilmittel. Die Geschichte beweist einmal mehr, dass man niemals aufgeben sollte, egal wie schwierig die Lage gerade ist. Findet ihr nicht auch? Seit Donnerstag suchte die Polizei schwer bewaffnet in Kleinmachnow in Brandenburg nach einer mutmaßlich frei herumlaufenden Löwin. Der Grund dafür war ein Video eines Einwohners, in dem ein Tier mit ähnlich wirkenden Umrissen zu sehen war. Ganz plötzlich kam es am Freitag zur Entwarnung, denn bei dem Tier handelt es sich nicht um eine Löwin, sondern um ein Wildschwein. Der Vizechef der deutschen Polizeigewerkschaft Heiko Tegers ist stocksauer. Er erklärte, dass so ein Einsatz mit Polizeibeamten, Hubschraubern, Drohnen und sogar einem Panzer die Steuerzahler mehrere hunderttausend Euro kosten würde. So kritisiert Tegers auch das Vorgehen des Bürgermeisters aus Kleinmachnow. Zuerst hätte man das Bildmaterial auf Echtheit prüfen sollen und dann hätte man einen Forensiker beauftragen müssen, der dann erkannt hätte, ob es sich um eine Löwin bzw. eine Großkatze oder ein Wildschwein handelt. Der Bürgermeister gab daraufhin sein Statement ab, die Kosten seien kein Maßstab für sein Handeln gewesen. Der CDU-Politiker Philipp Amthor hat eine ähnliche Auffassung. So soll für den potenziellen Schutz von Kindern und Erwachsenen nicht zuerst der Taschenrechner herausgezückt werden. Vor der Küste Floridas fanden Forscher Haie, die sich merkwürdig verhalten. So stießen sie auf einen Sandbankhai, der irgendwas anstarrte und im Kreis schwamm, obwohl nichts zu sehen war. Eine erschreckende Vermutung ist, dass die Haie Kokain konsumieren und bereits erste Anzeichen einer Abhängigkeit zeigen. Denn vor der Küste Floridas werden immer wieder große Mengen an Rauschgift, vorzugsweise Kokain, angespült, die von Drogenschmugglern aus Süd- und Mittelamerika im Meer versenkt werden.
Meist passiert es, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Um herauszufinden, wie es wirklich um die Kokainhaie vor Florida steht, haben Wissenschaftler ein Experiment durchgeführt. So warfen sie falsche Kokainballen ins Meer, um die Reaktion der Tiere zu beobachten. Die Haie reagierten sehr interessiert, bissen zu und einige schwammen dann mit diesen Ballen davon. Allerdings lassen diese Experimente noch keine endgültigen Schlüsse zu. Die Wissenschaftler hoffen auf weitere Untersuchungen. In den USA steht der Spielfilm Sound of Freedom an der Spitze der Kinocharts. Im Kinofilm geht es um einen Mann, der Kinder vor Missbrauch gesellschaftlicher Elite rettet. Der Film polarisiert schon jetzt die Bevölkerung. Einige sehen in ihm eine ehrliche Darstellung einer verdeckten Gewalt, andere eine rechte Propaganda. Erfolg bringt der Film auch, weil er auf einer wahren Begebenheit beruht. Inspiriert wurde der Film Sound of Freedom durch das Leben von Tim Ballard, einem Anti-Menschenhandel-Aktivisten, der verdeckte Operationen zur Befreiung missbrauchter Kinder in Südamerika führt. Doch vor allem das Filmende polarisiert. Nach dem eigentlichen Filmende wendet sich der Schauspieler Kai Wiesel an den Zuschauer. Er erzählt über Kinder, die als Sexsklaven gehandelt werden. Es gäbe sogar heute mehr Sklaven als wie früher. Anschließend fordert Kai Wiesel die Zuschauer auf, Mitmenschen Kinokarten für Sound of Freedom zu verschenken, damit viel mehr seine Botschaft erhalten. Kai Wiesel selber gehört schon seit Jahren der Gruppe QAnon an. Diese glauben an satanistische Elite, die Kinderblut zur Verjüngung nutzt. Angesichts der weltweit verbreiteten Verschwörungstheorie hat die amerikanische Linke bereits Alarm geschlagen. Am Donnerstagabend, den 20.07.2023, kam es gegen 22 Uhr zum Streit zwischen mehreren Personen auf einer Clan-Hochzeit in der Hofoffenstraße in Hagen-Haspe, die zunächst verbal Auseinandersetzung eskalierte schnell zu einer Schlägerei, wobei es sich ausschließlich um Hochzeitsgäste handelte. Im Tatverlauf stieg dann ein 39-jähriger Mann in einen VW und fuhr in die sich streitende Menschenmenge. Ein geparkter PKW bremste den Aufprall ab. Bei dem Vorfall wurden 6 Personen leicht verletzt. Die Schlägerei wurde anschließend aber weitergeführt. Die Polizei erschien dann mit einer Vielzahl an Einsatzkräften. So nahmen die Polizisten 2 Männer in Gewahrsam. Der 39-jährige Amokfahrer wurde aufgrund eines Verdachts auf ein Tötungsdelikt vorläufig festgenommen. Laut der Bundespolizei sind die unerlaubten Einreisen von Flüchtlingen vom Januar bis Mai 2023 um 69% gestiegen. Der Brennpunkt, der extrem betroffen ist, ist die Grenze zu Polen. Mit Werbung locken die Schleuser immer mehr Flüchtlinge an. So werben sie schon offen in sozialen Netzwerken dafür. Aber die Schleuser gehen noch weiter und betreiben regelrechtes Marketing. Es werden nach neuen Erkenntnissen kreative Marketingmethoden wie Gewinnspiele, indem man die Visumsgebühr oder Flugticket gewinnen kann, genutzt. Die Schleuser wissen auch, dass die deutschen Behörden nur in dem 30 Kilometer Korridor hinter der Grenze illegale Flüchtlinge zurückschieben können. Ermittler gehen davon aus, dass die Schleuser sogar Wohnungsverstecke nach dieser 30 Kilometer Grenze schon haben. Die Bundespolizei warnt auch in ihrem Bericht, dass der Anstieg unerlaubten Einreisenden über die östlichen Grenzen Deutschlands sich weiter fortsetzen wird. Laut einer Studie der Universität Picardie-Jules Verne in Frankreich swipen viele Tinder-Nutzer völlig umsonst. Die Forscher haben 1387 Tinder-Nutzer im Alter von 17 bis 74 Jahren anhand von Online-Fragebögen befragt. Nur 50% gaben an, die Person im realen Leben treffen zu wollen. Noch höher ist die Anzahl der vergebenen Personen auf Tinder. Knapp 2/3 der Studienteilnehmer gaben an, bereits vergeben oder verheiratet zu sein. Die meisten gaben an, die Tinder-App nur zur Unterhaltung zu nutzen. Zudem sollen die Matches laut Studie den Nutzern mehr Selbstvertrauen geben. Das Sammeln von Matches wird wie die Likes auf anderen Plattformen angesehen. Auch viele Menschen mit Bindungsängsten sollen sich auf Tinder tummeln. Was waren eure Erfahrungen auf Tinder? Hinterlasst gerne dazu einen Kommentar. Falls euch dieses Video gefallen hat, so abonniert den Kanal, drückt den Daumen hoch und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne über PayPal machen. Tschüss, bis bald!